Jo, was geht? Es gibt wieder News und zwar bekommen wir mal wieder ein Blitzbattle. Und zwar dieses Mal ist das ganze Event so auf Aokiji gegen Akainu ausgelegt. Dazu komme ich gleich erstmal, um ein bisschen die Verwirrung aus dem Weg zu räumen. Dieses Event hier hat rein gar nichts mit dem anderen Event zu tun, also mit dem Blitzbattle. Das ist einfach nur so ein, ja. Keine Ahnung, Story Units Farm Event, wie auch immer ihr das nennen wollt. Es gibt halt 10 Stamina Akainu und 10 Stamina Aokiji. Und wenn ihr die Scheiße fünfmal macht, dann kriegt ihr halt die jeweiligen Story Units, die ihr da seht. Eigentlich relativ einfach. Das hat nichts mit dem Blitzbattle zu tun und ihr seht auch nicht irgendeine Seite aus, wenn ihr eins der beiden Sachen macht. Deswegen würde ich euch empfehlen, ja, macht es einfach. Gönnt euch die Story Units, falls ihr die noch nicht habt. Ich hab die alle. Ich mach's wahrscheinlich trotzdem. Keine Ahnung, mal sehen. So, dann mal die anderen News noch im Schnelldurchlauf. Ich werde das jetzt einfach nur so kurz durchrattern. Und zwar bekommen wir Half Stamina Raids am 4. den Buster Call, am 6. Kizaru, am 7. Vergo, am 8. Fujitora, am 9. Zephyr, am 10. Garp, am 11. Akainu, am 12. Aokiji. Wir bekommen zu all diesen Raids Zero Stamina Raids. Dann bekommen wir Lock-in-Bonuses, das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir bekommen die Cranky Cola Island, wir bekommen Rayleigh Socketbook Islands, wir bekommen Choose Your Own Turtle Times, da sage ich jetzt nicht, wann die alle sind. Und dann bekommen wir für die gesamte Woche alle Evolve Material Islands. Wir bekommen die Berry Island, die Tenryubi Berry Islands. Half Stamina Fortnites bekommen wir. Dann bekommen wir noch die Red Hair Pirates Fortnite. Das ist die Fortnite mit Shanks Piraten, mit den Shanks Piraten. Wir bekommen ein Two-Time Skill-Up vom 8. bis zum 11. und vom 15. bis zum 18. Und ein Two-Time Super Success vom 18. bis zum 22. sowie natürlich immer den Daily Gem. So, kommen wir zum Blitzbattle. Also das Blitzbattle ist folgendermaßen aufgebaut. Insgesamt gibt es quasi sechs Islands, die ihr clearen könnt. Drei Aokiji Islands, drei Akainu Islands. Und je nachdem, welche Island ihr farmt, wenn ihr eine Aokiji Island farmt, kriegt der Aokiji Counter quasi Punkte. Und wenn ihr eine Akainu Island farmt, kriegt der Akainu Counter Punkte quasi. Ja, generell gibt es dann darunter halt drei Schwierigkeiten. Ich würde schätzen, dass es so ist wie beim letzten Blitzbattle. Für jede Schwierigkeit könnt ihr halt eine Legend kriegen quasi. Bedeutet, insgesamt wird man wahrscheinlich bis zu 7 Legends bekommen können. Es kann aber auch sein, dass man wieder in Total in die 5000 kommen muss. Und das bedeutet, dass man nur zwei Legends kriegen kann. Und zwar, was ich jetzt nicht ganz erklärt habe, dieser Counter, der Counter, der am Ende mehr hat, entweder Akainu oder Aokiji, der gewinnt und der kriegt nochmal eine Free Legend, also alle, die dort gefarmt haben. In welches Team man kommt, ist noch nicht ganz klar. Es kann sein, dass man das auswählen wird. Das ist wahrscheinlich das, was ich schätze. Wie man das auswählen wird, keine Ahnung. Vielleicht muss man irgendwie in einer Mail oder sowas klicken oder vielleicht gibt es eine Island, die man clearen muss. Beziehungsweise hat dann so die Wahl, erstmal eine Akainu oder eine Aokiji Island clearen. Bevor ihr mich jetzt fragt, auf welchem Team ihr beitreten sollt, ich würde euch empfehlen, wartet am besten 4-5 Stunden, dann wird sich ein Gewinner direkt raus kristallisieren, sage ich mal. Es ist natürlich dann nicht sicher, dass der gewinnt. Je länger ihr wartet, desto sicherer ist es, dass ihr in das Gewinnerteam kommt. Aber es kann natürlich sein, dass man ab einer bestimmten Zeit gar nicht mehr reintreten darf. Also ich würde auch nicht zu lange warten. Außerdem will man natürlich auch genug Zeit haben, um noch in die Top 5000 so zu kommen, um nochmal eine Legend zu bekommen, wenn man denn mehr als eine Legend haben möchte. Aber an sich müsst ihr halt nur ins Gewinnerteam kommen, gehen, um eine Legend zu bekommen. Aber es ist halt nicht klar, wie man in welches Team geht. Sobald man das weiß, werde ich wahrscheinlich nochmal ein Video dazu machen. Vielleicht werde ich das Blitzbattle auch streamen, aber wahrscheinlich eher nicht, weil auf dem Handy ist es viel, viel chilliger zu farmen, das sage ich euch. Aber ich kann mal gucken, ob ich von meinem Handy aus streamen kann. Das geht nämlich auch. Aber ich muss mal gucken. Das ist jetzt kein Versprechen, nur vielleicht, ja. Damit ihr Bescheid wisst. Ihr wisst, was bei mir und Versprechen, sowas funktioniert nicht. Nee, funktioniert nicht. Naja, ich glaube, ich habe alles zu dem Blitzbattle gesagt. Außer die geboosteten Units. So, jetzt einfach nur mal die wichtigen geboosteten Units sind der neue Whitebeard und die neue Hancock, die ihr in einem Sugefest ziehen könnt, das zu dem Zeitpunkt, wo das Blitzbattle ist, draußen ist. Was dieser Whitebeard und diese Hancock machen, weiß man noch nicht. Dann Aokiji im Akainu Island und Akainu im
im Aokiji Island ist geboostet, Stat geboostet. Das bringt keine mehr, nicht mehr Punkte, hat einfach nur einen Stat Boost und minus 10 Cooldown. Und 1,5 Stat Boost für Shanks, Sengoku und Hina. Das ist für jede Version dieser Charaktere. Bedeutet auch V1 Akainu, V1 Aokiji, V1 Shanks, V2 Shanks. Jede Version dieser Charaktere. Eine ganze Liste aller Units, die geboostet sind, findet ihr unten in meiner Beschreibung. Mir ist gerade eben nochmal aufgefallen, dass das mit Hancock und Whitebeard nicht so viel Sinn machen würde, wenn da jede Version geboostet ist, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, weil Whitebeard und Hancock sind nicht unter den anderen Units aufgelistet. Deswegen kann es sein, dass Whitebeard und Hancock jede Version von den 1.75 Stat Boost hat oder halt nur diese Zielversion. Ich würde davon ausgehen, dass nur die Zielversion den Stat Boost hat, weil das sonst keinen Sinn machen würde, dass es die gibt. Aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen kann es auch sein, dass bei den Legends nur die im 1.75 geboostet sind. Würde ich aber nicht von ausgehen. Also eigentlich müssten es alle Units sein, weil Akainu und Aokiji jetzt nicht spezifiziert werden. So, dann generell noch die Halb-Stamina-Zeiten. Die sind für gelten für alle, also sowohl für Akainu als auch fürs Aokiji-Battle und auch für alle Schwierigkeiten. Das müsste hier in Deutschland von 11 bis 14 Uhr sein, irgendwie so in dem Dreh. Ich glaube, das Blitzbattle geht auch um 11 Uhr los. Also man hat quasi einmal am Anfang, einmal in der Mitte und einmal am Ende. Beziehungsweise kurz vorm Ende. Ich weiß nicht genau, wann das beendet wird. Irgendwie so in dem Dreh. Ja, ich empfehle euch natürlich da zu farmen. Aber in der ersten Halbstamina-Zeit vielleicht nicht. Kommt halt drauf an, wie es aussieht mit dem Team auswählen. Wann man das Team auswählen muss und wie man das macht. Wie gesagt, ich werde dazu vielleicht noch ein extra Video machen oder wahrscheinlich. Außer es ist irgendwie selbstverständlich. Was es wahrscheinlich nicht ist, weil es japanisch ist. Insofern, mal sehen. So, dann hoffe ich, euch hat mein News-Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Ergänzungen, schreibt es in die Kommentare. Falls ich irgendwelche Ergänzungen habe, werde ich einen Kommentar anpinnen. Weil ich kenne mich, ich bin echt verpeilt und ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Insofern, ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und schon mal viel Glück beim Blitzbattle, auch wenn es erst in einer Woche oder so ist.